Also man muss es wirklich leidenschaftlich machen und es muss einem auch egal sein, wie kalt das Gewässer ist, egal wo man reinspringt. Das muss einem Spaß machen, man muss leidenschaftlich dahinter stehen, hinter diesem Job. Und dann kann einem, wie ich finde, sowieso alles im Leben gelingen. Hi, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Patricia und ich habe mich heute mit Tobias Friedrich getroffen. Er ist ein weltbekannter Unterwasserfotograf. Bestimmt habt ihr schon mal das ein oder andere Foto von ihm gesehen. Er ist in allen Gewässern dieser Erde zu Hause, sowohl in kalten Gewässern, die bis zu minus 2 Grad kalt werden können, als auch in den warmen. Wir wollen heute herausfinden, wie man den Tieren unter Wasser so nahe kommt, welche Ausrüstung man braucht und wie man seine Leidenschaft zum Beruf macht. Viel Spaß bei diesem Video. Hallo Tobias, schön dich kennenzulernen. Hi und vielen Dank für die Einladung. Tobias lebt in Wiesbaden. Seine Bilder wurden in renommierten Tauchermagazinen und Zeitungen auf der ganzen Welt veröffentlicht. Über 50 internationale Auszeichnungen hat er. Damit wurde er weltweit am häufigsten ausgezeichnet. Eine weitere große Leidenschaft von ihm ist das Leiten von Fotoworkshops. Das ist ja alles schon ganz schön beeindruckend. Jetzt sitzen wir hier gemeinsam bei diesem wirklich wunderschönen Wetter hier in Deutschland. Im Bleibtreusee gehst du wahrscheinlich nicht so oft tauchen. In welchen Gewässern tauchst du denn so am meisten? Ja, da hast du recht. Also tatsächlich gehe ich gar nicht so häufig in Deutschland selber tauchen, sondern mich zieht es eher so in den Ozean, zu den allen möglichen Gewässern. Und da ist es auch wirklich vollkommen egal, wohin. Wirklich zu den eiskalten Gewässern in der Arktis oder auch auf Malediven, tropische Ozeane, also überall da, wo es Meer und Leben gibt. Aber momentan mache ich auch tatsächlich eine Serie hier in Deutschland und jetzt merke ich auch, dass es auch sehr, sehr schöne Gewässer hier in Deutschland gibt. Deine Fotos sind so beeindruckend, weil man das Gefühl hat, ganz nah dabei zu sein. Musst du wirklich an die Tiere oder eben auch an die Umgebung so nah ranschwimmen oder wirkt das nur so? Ja, das hat auch tatsächlich was mit der Fotografie zu tun, denn unter Wasser ist es nicht so wie in der Überwasserfotografie. Das Wasser ist ungefähr 800 Mal dichter als die Luft und deswegen muss ich so nah wie möglich an alle Lebewesen oder an alle Korallen oder an jeglichen Gegenständen oder an die Wracks ran, um das Bild oder das Motiv eben umso klarer und farbiger darstellen zu können. Wie würdest du das Leben unter Wasser beschreiben? Oh, total unterschiedlich. Also es gibt so viele Varianten von Unterwasserleben oder auch Formen oder Gebieten. Das kann man gar nicht so im Einzelnen zusammenfassen. Aber ich finde es immer interessant, sich mit dem Gebiet zu beschäftigen, wo man hin möchte oder was da ist. Und da findet man immer irgendwas, was wirklich interessant ist. Also selbst auf vielleicht anderen Gebieten oder jetzt hier vielleicht auch in Deutschland, überall gibt es wirklich interessante Sachen und Dinge, die es so zu fotografieren gibt. Du fotografierst ja nicht nur Tiere, also erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Arbeit, auch vielleicht über die anderen Motive, die du so fotografierst. Ja, also tatsächlich eine Leidenschaft von mir, es ist mehr so mehr oder minder ungewollt geworden, sind die Wracks, also die Schiffwracks oder Flugzeugwracks oder was es eben gibt. Und die habe ich mir so ein bisschen zur Spezialität gemacht, leuchte ich auch innen drin, vor allem in den Innenräumen aus, mit zusätzlichen Lampen oder Blitzen. Und dadurch kann man eben nochmal zusätzlich so eine schöne Lichtstimmung erzeugen. Und genau die Bilder haben auch viele Preise schon gewonnen. Das hört sich ja schon alles sehr spannend an. Aber auch so ein bisschen gefährlich, wenn man sich auch so vorstellt, in einem Wrack. Ist dir denn auch schon mal irgendwie ein Unfall unter Wasser passiert? Nee, also Unfälle sind mir tatsächlich zum Glück noch nicht passiert, aber klar, also die meiste Gefahr geht eigentlich von mir selber aus, dass ich den Tauchgang nicht richtig plane, vielleicht nicht genug Luft dabei habe, dass irgendwas dazwischen kommt, dass tatsächlich mal irgendwas kaputt geht oder so. Und dafür brauche ich halt gewisse Sicherheiten. Also entweder noch einen anderen Tauchpartner, der dann eben mit mir mittaucht, andere Taucher, die im Wasser sind, oder wenn ich alleine tauche, eben zusätzliche Luftreserven oder einfach ein Backup, was ich dabei habe. Aber bis jetzt, toi toi toi, ist eigentlich noch nie was schiefgegangen, obwohl es manchmal auch schon echt knapp geworden ist. Wie bist du denn überhaupt zur Unterwasserfotografie gekommen? Das hört man jetzt ja nicht so häufig. War das schon als Kind so dein Berufswunsch oder gab es so einen ganz bestimmten Auslöser? Nee, eigentlich gar nicht so richtig, aber ich habe früher tatsächlich als Kind oft so die Abenteuer von Jacques Cousteau auf der Calypso geschaut und war da schon mega fasziniert davon. Und jedes Mal, so meine Eltern waren auch sehr reiseaffin und sind mit mir sehr viel, aber vor allem in Europa rumgetourt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Taucher gesehen habe, war ich da schon dermaßen fasziniert davon. Und ich habe das aber so als Teenie eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, habe das gar nicht richtig verfolgt. Aber als ich dann im Zivildienst beim Roten Kreuz war, beim Rettungsdienst, hat das einer der Rettungsassistenten angeboten, den Zivildienstleister eben einen guten Preis zu machen. Damals gab es noch Zivildienst. Ja. Und da war es für mich direkt klar, alles klar, dann mache ich einen Tauchschein.
Und seitdem, das war vor 20 Jahren, geht eigentlich fast jede Reise nur noch zum Tauchen. Und seitdem ist die Leidenschaft wirklich geboren. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das kam auch durch das Tauchen tatsächlich, kam ich auch zur Fotografie. Also ich habe mir nach ein paar Jahren, wo ich dann sicherer geworden bin, auch mit der Taucherei irgendwann eine Kamera mitgenommen, habe angefangen unter Wasser zu fotografieren, um eigentlich nur meiner Familie oder meinen Freunden, meinen Bekannten oder der ganzen Welt eigentlich zu zeigen, wie schön es ist unter Wasser. Und eigentlich ist das immer noch der Hauptgrund, warum ich jetzt immer noch fotografiere. Einfach diese Schönheit der Natur, die Schönheit der Unterwasserwelt anderen zu zeigen. Du hast schon gesagt, du hast einfach mal irgendwann angefangen, so Unterwasseraufnahmen zu machen. Brauchst du denn irgendein Equipment? Wir sehen hier jetzt ja schon, du hast hier uns was mitgebracht. Also wie funktioniert das denn jetzt hier alles so? Genau, also man braucht natürlich eine Unterwasserkamera, die sollte natürlich irgendwie wasserdicht sein. Das kann eigentlich auch schon das iPhone sein, was ja inzwischen auch, oder das Handy, die ja auch teilweise schon bis 1 Meter oder manche sogar bis 10 Meter wasserdicht sind. Das würde als Einstieg erstmal schon reichen. Da kann man aber auch genauso für das Telefon gibt es auch so Unterwassergehäuse, zum Beispiel von Sea Life Kameras jetzt, mit denen arbeite ich auch zusammen. Da kann man sein ganz normales Telefon mit einfach mit Bluetooth verbinden und auch schon Bilder machen und hat sie direkt auf dem Handy. Aber wenn man natürlich dann weiter voranschreitet, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und ich habe natürlich hier in dem Seacam-Gehäuse, das ist ein Hersteller aus Österreich, das sind auch die besten Unterwassergehäuse, muss ich auch sagen, dazu sagen, eine ganz normale Spiegelreflexkamera, die man sich so kaufen kann, ist natürlich ein gutes Modell von Canon, was ich da drin habe und hier jetzt gerade mit einem Fisheye-Objektiv drauf und die steckt eben in diesem Gehäuse drin und dieses Unterwassergehäuse ist auch speziell für dieses Kameramodell gemacht, das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach irgendeine andere Kamera mit reinsetzen und auch wenn ich das Objektiv wechsle, muss ich auch hier vorne diesen Dome, also diese Scheibe auch wechseln, wenn ich zum Beispiel ein Makroobjektiv drauf ziehe, sieht dieser Dome ganz anders aus, dann ist es wie nur so ein Planport, also wie so ein konischer Port, der einfach da drauf sitzt. Und hier außen, das ist auch ganz wichtig, da kann man vielleicht auch mal drauf zurück, sind die Blitze, die nämlich eben den Vordergrund auffällen, was wichtig ist, weil die Farben unter Wasser sukzessive weggehen. Also man hat, es wird nicht unbedingt viel dunkler unter Wasser, je nach Wassertiefe und Gewässer, sondern die Farben gehen einfach weg. Das hat was mit den Lichtwellen zu tun, die einfach durch die Oberfläche rausgefiltert werden und nach 5 Metern ungefähr sieht man zum Beispiel keine Rottöne mehr. Das heißt, ich muss über eine künstliche Lichtquelle diese Rottöne wieder hervorrufen, damit ich die auf dem Foto später sehen kann. Brauche ich das jetzt wirklich alles, um mit Wasserfotografie anfangen zu wollen? Also du hast ja gerade eben schon gesagt, ich könnte auch einfach jetzt mit meinem Handy anfangen. Wenn ich das jetzt so machen wollen würde, was würdest du mir denn raten? Das Einfachste ist tatsächlich erstmal mit dem eigenen Handy zu fotografieren. Wie gesagt, das eine Gehäuse von Sea Life ist eigentlich sehr gut dafür. Und ich würde aber immer empfehlen, auch ein bisschen Licht dabei zu haben. Das braucht man für den Anfang vielleicht auch nicht sofort. Da muss man eben viel mit der Sonne arbeiten oder kann eben nicht so tief gehen oder kriegt diese Farben wieder nicht hervor. Aber wenn man so ein Licht dabei hat, dann reichen auch schon so kleine Videolampen erstmal, wenn man dann nah rangeht, haben wir eben auch gelernt, ne, je näher ran, desto besser wird das Foto auch. Dann kann man auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse für den Anfang erzielen. Und dann kann man immer noch sehen, ob einem das Spaß macht und ein bisschen upgraden vom Equipment dann her. Aber das ist wirklich so, dann muss ich wirklich sagen, das Nonplusultra, was man bekommen kann unter Wasser. Und da ist es auch wirklich so tatsächlich, weil Unterwasserfotografie leider, je mehr Geld man ausgibt, desto mehr Qualität bekommt man und desto besser werden auch qualitativ die Bilder. Welche Eigenschaften braucht man denn sonst so als Unterwasserfotograf? Also Tauchschein, hast du ja schon gesagt, hast du gemacht. Was brauche ich sonst so? Auf jeden Fall, also ein Tauchschein ist richtig, aber man braucht auch die gewisse Erfahrung tatsächlich beim Tauchen. Also ich würde keinem Anfänger raten, so ein Gehäuse unter Wasser mitzunehmen, weil man erstmal mit sich selber beschäftigt ist. Das heißt, man muss erstmal wie beim Autofahren so ein bisschen lernen, einfach wie das Tauchen funktioniert. Und da ist das Wichtigste die Tarierung. Also dass man, musst du dir das vorstellen, wenn du jetzt einen vollen Luftballon unter Wasser mitnehmen würdest und würdest den so auf 10 Meter runternehmen, dann wäre das ungefähr nur die Hälfte dieses Luftvolumens. Und genau das muss man eben ausgleichen. Dann, man hat also verschiedene Schläuche und hat wie so eine Weste an, mit der man das eben ausgleichen kann und kann so tarieren. Das ist wie so ein Schweben, also man ist schwerelos unter Wasser. Das ist eigentlich auch einer der Punkte, die mich so faszinieren. Das ist wie, ich wollte früher eigentlich mal Astronaut werden und kommt jetzt so am nächsten ran irgendwie. Ja, okay, jeder Junge will vielleicht mal Astronaut werden, aber ich finde es total cool, in dieses andere Universum abzutauchen und dann mit sich dann frei und dreidimensional dadurch zu bewegen. Und das muss man am Anfang erstmal lernen. Also es braucht, bei manchen Leuten geht es unheimlich schnell, die fühlen sich wirklich wohl, die können das sehr schnell und sehr gut. Und manche brauchen ein bisschen länger und ich würde auf jeden Fall erstmal Erfahrung sammeln, ein paar Jahre abwarten, habe ich das auch gemacht, taucherische Erfahrung sammeln und dann kann man anfangen zu fotografieren. Und ja, und dann muss man letztendlich ein gutes Auge beweisen, wie bei der Überwasserfotografie auch. Also es gibt noch ein paar spezielle Sachen natürlich, wie man mit dem Licht umgeht. Das funktioniert auch nicht einfach so intuitiv, sondern muss wirklich bestimmte Regeln, wie ich sie eben schon ein paar erzählt habe, wie mit dem Näher ran zum Beispiel, oder dass man eben auf jeden Fall einen Blitz oder irgendein Licht braucht, um die roten Farben wieder hervorzuholen. Da muss man eben schon so ein paar Feinheiten, ein paar Tricks wissen,
Und naja, am besten eigentlich einen Workshop bei mir buchen. Dann kriegt ihr das alles sowieso beigebracht. Ich habe aber auch ein Buch geschrieben, wo das alles drinsteht. Oder bei irgendeinem anderen Profifotografen natürlich auch. Gibt es solche Workshops und da lernt man es wirklich tatsächlich am schnellsten, wenn man einen Workshop irgendwo bucht. Dann, was ist noch eben zusätzlich für die Unterwasserfotografie benötigt wird. Du musst ja auch wahrscheinlich sehr viel Vorarbeit leisten, bevor du dich jetzt in unbekanntes Gewässer begibst. Wie machst du das? Also wie eignest du dir das ganze Wissen an von den Orten, den Tieren, den Pflanzen? Das ist tatsächlich so ein bisschen Erfahrung und inzwischen weiß ich schon, weil ich auch schon viel bereist habe, wo was in welchem Gebiet es schon gibt. Und letztendlich ist es dann nur noch ein Anwenden der Techniken, die ich sowieso kenne, auf das Tier oder auf das spezielle Gebiet. Das heißt, ich muss mir gar nicht mehr so viel durchlesen, aber ich weiß schon so ungefähr, wo was ist. Also ich werde jetzt nicht zum Beispiel mit einem Makroobjektiv ins Wasser springen und es gleich kommt ein Wal vorbei oder sowas. Das kann natürlich passieren, aber das wäre dann ziemlich unerwartet. Das heißt, ich weiß schon ungefähr, was auf mich zukommt. Ich weiß schon ungefähr, welches Tier ich fotografieren will, weil es eben nur in diesem Gebiet vorkommt und weiß schon ungefähr, was ich fotografieren will. Und so bereitet man sich eben auch vor. Aber letztendlich finde ich es auch toll. Aber es gibt so und so Sachen. Ja? Ich weiß andererseits, wenn ich, weiß ich nicht, bei, es gibt so Zwergblauwale in Sri Lanka, da weiß ich, ich brauche keine Blitze, ich brauche nur ein Fischei und muss halt und brauche auch keine Tauchflasche, sondern es ist einfach nur so ein Freitauchen ab mir schnorcheln mit den Walen eben, da brauche ich nicht mehr. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich irgendwo in Indonesien abtauche oder so, dann, dass ich ein Makroobjektiv brauche. Dann bin ich schon von vornherein darauf vorbereitet auf dieses Tier eben oder auf das Gebiet. Musst du denn jetzt schon sehr viel Geduld mitbringen, wenn du jetzt einfach einen Tauchgang machst, bis dann auch wirklich etwas erscheint, was du jetzt auch wirklich fotografieren möchtest? Ja, also Geduld muss man natürlich auf jeden Fall mitbringen, jetzt vielleicht nicht so sehr in Wracks, obwohl da natürlich auch man neue Gebiete entdecken kann oder immer wieder neue Fotomöglichkeiten oder Perspektiven entdecken kann. Aber es kann natürlich sein, auch zum Beispiel wie bei den Zwergblauwalen, dass man halt die ganze Woche keinen einzigen sieht oder keinen einzigen zu Gesicht bekommt, da muss man einfach dranbleiben. Ich war auch schon 4-mal zum Beispiel in den Norwegen bei den Orcas, also bei den Orca-Walen und wollte halt unbedingt die Orcas jagen, also ein Orca zusammen mit dem Heringsschwarm zusammen in einem Bild. Und das habe ich halt 4 Jahre lang nicht geschafft, bin immer wieder hin, habe es immer weiter probiert und dann zu meiner letzten Reise, ungelogen, letzter Tag hat es geklappt, wo ich dann alles zusammen hatte. Und das genauso in Geduld muss man eben als Naturfotograf eigentlich auch beweisen. Das ist eigentlich nichts anderes als Naturfotografie, wo jemand eben auf der Lauer liegt für den Schneeleoparden oder irgendwas und dann wochenlang, monatelang durch den Dschungel reist. Unter Wasser ist es ein bisschen anders. Das geht eigentlich viel schneller, man hat nicht so viele Möglichkeiten, aber man muss es dann eben immer wieder probieren und dann gelingt auch irgendwann das Foto. Sind denn die Tiere, merken die schon, dass du irgendwie dass du da bist oder ignorieren die dich eigentlich total? Oder wie muss man sich das vorstellen? Auch total unterschiedlich, würde ich sagen. Also jetzt gerade Beispiel bei den Orcas zum Beispiel. Also wenn da so ein 8 Meter Orca, wo er 1 Meter an einem vorbeischwimmt, da habe ich das Gefühl, der registriert mich. Ich bin ihm aber egal, weil ich jetzt keiner bin, der jetzt ein Feind von ihm ist oder ich mache ihm jetzt das Fressen nicht streitig oder irgendwas. Ansonsten würde er vielleicht auch anders reagieren. Aber Haie zum Beispiel reagieren total auf einen. Die reagieren auf die magnetischen Ströme von meinen Blitzen auch, sind mal neugieriger. Aber die meisten Haie sind eigentlich eher ängstlich. Also jedes Tier ist da tatsächlich unterschiedlich. Aber man merkt schon, dass die Tiere wissen, dass man anwesend ist. Und manche gehen eigentlich, genau wie Menschen, gehen einem lieber aus dem Weg. Und andere sind eben neugieriger und kommen auf einen zu. Ich denke mir, so eine Fotoreise bedeutet ziemlich viel Aufwand und die Vorbereitung und Nachbereitung. Gibt es denn eigentlich so einen richtigen Alltag für dich oder ist dann doch irgendwie jede Reise so ein kleines Erlebnis? Ja, so Erlebnis auf jeden Fall. Also ich bin wahnsinnig opportun, das alles machen zu dürfen. Das heißt, ich freue mich jedes Mal natürlich, irgendwo hinzureisen, irgendwas fotografieren zu können. Aber du hast schon recht, es ist unheimlich viel Aufwand erstmal. Also zu packen alleine schon. Also ich darf halt nichts vergessen. Ich habe eine riesen Checkliste von Sachen natürlich, die ich nicht vergessen darf. Und jedes Mal, bis ich in den Flieger steige, bin ich auch relativ nervös, muss ich sagen, dass ich nicht wirklich irgendwas vergessen habe vielleicht noch. Aber wenn ich dann einmal drin sitze, dann denke ich mir manchmal, okay, jetzt ist es eh so, wie es ist. Und jetzt muss ich dann damit eben zurechtkommen. Aber klar, es geht auch über Erfahrung und übers Packen natürlich. Ich darf natürlich nichts vergessen, weil ich bin darauf angewiesen, gerade wenn es eine Expedition ist nach Grönland oder sowas, da kriege ich ja kein Ersatzteil mehr. Das heißt, ich muss halt schon ein Backup auch dabei haben, wenn es irgendwie möglich ist, musst du darauf vorbereitet sein, ja, und dann natürlich auch die Nachbearbeitung und Nachbereitung auch des Ganzen. Das heißt, ich muss das ganze Equipment wieder waschen natürlich, wieder fit machen, dass für die nächste Reise wieder bereit ist und dann die ganzen Fotos oder auch Videos, wenn ich Videos gemacht habe, eben dann noch zu bearbeiten, dauert natürlich auch noch ein paar Tage nachträglich. Also wenn du jetzt dein Foto fertig aufgenommen hast du ja gerade schon gesagt, genau, muss es auch noch ein bisschen bearbeitet werden. Wie wird denn eigentlich dann wirklich aus deinem Foto, was du aufgenommen hast, dann das Geld, was du zum Überleben ja auch irgendwie brauchst?
Ja, es sind ganz unterschiedlich, je nachdem, was für ein Projekt das sozusagen ist. Also ich kann im Auftrag von Magazinen irgendwo hinfahren und für die eben Bilder machen und dann war das, ist das schon im Vorfeld klar, was für ein Honorar ich dann bekomme. Oder ich habe aber auch freie Arbeiten, wie zum Beispiel auch in Grönland, wo ich selber fotografiere, die Bilder aufbereite und dann Magazinen anbiete. Und so ist es immer so ein kleines Spielchen. Und natürlich, je besser die Bilder sind, je exklusiver die Bilder sind, je außergewöhnlicher die Bilder sind, desto besser gehen die natürlich auch, oder desto mehr Magazine nehmen mir die natürlich auch ab. Aber es ist natürlich immer ein Spiel mit dem ganzen Konsortium, mit diesem ganzen, ja, ich muss natürlich letztendlich gute Bilder machen und dann werden sie mir auch abgenommen. Aber ich habe auch inzwischen halt ein relativ gutes Netzwerk von Magazinen, von Leuten, die mich auch immer wieder nach Bildern fragen. Also insofern geht es eigentlich relativ automatisch. Ich mache aber auch nicht nur Fotos, sondern mache auch im Auftrag zum Beispiel für Naturfilm, Zeitraffer und so weiter. Und mit den Leuten oder mit den Menschen arbeite ich auch schon seit langen Jahren zusammen. Es kommen auch wieder neue Kunden dazu. Wieder, manche fallen auch wieder weg. So, es ist ein ganz normales Spiel, denke ich, auch von Fotografen und von Selbstständigen, wie sie sich eben so verhalten. Ne? Also du fotografierst jetzt schon seit über 20 Jahren und siehst jetzt wahrscheinlich ja auch Veränderungen, so was jetzt vielleicht die Umwelt angeht im Wasser. Ist das schon sehr extrem? Also merkt man das schon wirklich so im Wasser, dass sich da jetzt schon was verändert? Absolut, ja. Also meine ersten Tauchreisen, die gingen auch nach Ägypten, also unter anderem nach Ägypten, zuerst in Spanien, dann in Ägypten. Und da weiß ich noch, dass ich am Anfang an den küstennahen Riffen noch mit Hammerhaien getaucht bin. Und ich habe die gleichen Riffe ein paar Jahre später betaucht, als ich auch noch nicht so erfahren war. Und habe dann gefragt, dass ich im Logbuch gesehen habe, oh, das Riff, da hatten wir das letzte Mal Hammerhaie vor ein paar Jahren. Können wir die dann wieder sehen oder schauen? Und dann haben die schon abgewunken und haben gesagt, nee, die sind alle rausgefischt. Und das ist natürlich echt schrecklich anzusehen, dass ich halt überall, und das passiert nicht nur punktuell in Ägypten, sondern auf der ganzen Welt, dass man wirklich überall weniger Haie sieht und dass überall auch das Korallensterben einsetzt, weil einfach das Wasser zu warm ist. Ägypten ist tatsächlich noch relativ gut, die haben eine ganz, ein bisschen andere Art von Korallen, die das besser aushalten, aber zum Beispiel das Great Barrier Reef ist schon, soll, ich kann es nicht überprüfen, ich bin kein Wissenschaftler, aber zu 4/5 sollte schon komplett kaputt sein. Die Malediven hatten schon in den letzten 20 Jahren 3 El Niños, also solche warmen Wasserströmungen gehabt, wo alle Korallen kaputt gegangen sind bis zu 15 Meter Wassertiefe und das, man sieht das, also ich sehe das, wo überall Korallen gewesen sein müssen vorher oder wo es Risikokorallengärten gab, dass die einfach nur noch eine Wüste sind. Also wo kein Leben mehr ist, wo zwar noch ein paar Fische sind, aber man sieht, dass es einfach kein Riff mehr ist. Und das ist wirklich, das treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen, wenn ich das sehe. Was für eine schöne Unterwasserwelt wir hatten eigentlich oder auch haben könnten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese globale Erwärmung wirklich stoppen, damit sich die Erde nicht weiter erwärmt und nicht noch mehr Korallen sterben. Denn auch die Korallen zum Beispiel können sich innerhalb von ein paar Dekaden wieder erholen. Die sind Überlebenskünstler. Das heißt, die Riffe können wiederkommen, aber wir müssen die müssen einfach diese Wassertemperatur versuchen zu senken. Denkst du, dass sich der Beruf als Unterwasserfotograf jetzt in den nächsten Jahren noch sehr verändern wird? Also wenn jetzt zum Beispiel die Klimaerwärmung jetzt noch nicht so gestoppt werden kann, wie das momentan sich alle wünschen? Ja, also ich glaube, es wird schwieriger tatsächlich als Unterwasserfotograf und deswegen versuche ich eigentlich jetzt auch, umso möglichst viele Bilder zu machen oder möglichst viel von dieser Unterwasserwelt zumindest auf Fotos und Videos festzuhalten, um einfach zu sehen, schaut mal, das haben wir, um das zu dokumentieren und dann eben hoffe ich, dass es nicht so weitergeht, aber wenn es so weitergehen würde, das dann auch zu dokumentieren und einfach zu zeigen, schaut mal, was wir gerade anrichten, sozusagen auch unter Wasser. Und ich glaube, viele unterschätzen tatsächlich die Ozeane momentan noch, denn das weiß kaum jemand, 2/3 des Sauerstoffs, den wir atmen, wird im Ozean produziert oder wird durch den Ozean produziert. Und das sind natürlich, machen auch jeder schützt die Regenwälder, aber ich glaube, dass der Schutz der Ozeane noch nicht so in den Köpfen der Menschen drin ist. Und ich glaube, das müssen wir, und das versuche ich jedes Mal so als Botschaft auch weiterzugeben und durch meine Arbeit auch weiterzugeben. Also das ganze Reisen hat für dich dann eher so also hat das mehr so positive Seiten für dich oder schon auch so ein paar mehr negative Seiten, wenn man jetzt so bedenkt, dass man vielleicht auch eben echt wenig Zeit hier zu Hause vielleicht eben hat? Ja, ganz genau richtig. Also das ist eben nur so die eine Freude, die das andere Leid, dass ich natürlich extrem viel unterwegs sein muss, natürlich auch bedingt mal für meinen Job, aber und dann eben auch das Private daheim natürlich vernachlässigen muss irgendwie auch, aber es ist auch mein Job und wenn man sich so vorstellt, dass jemand, der vielleicht in der IT arbeitet oder im Projekt arbeitet, vielleicht auch die ganze Woche unterwegs ist, von Montag bis Freitag und dann auch nur am Wochenende bei der Familie ist, dann finde ich das aber fast noch, also fast nicht, ich wollte gerade sagen, schlimmer, aber dabei ist ja eigentlich gar nicht schlimmer, aber ich finde das dann meine Variante vielleicht oder die, wie ich reise, eigentlich auch ganz schön. Ich bin normalerweise so vielleicht 1, 2, 3 Wochen weg und dann aber auch so
vielleicht mal 2 Wochen daheim auch wieder, also am Stück eben das zu reisen, finde ich persönlich eben auch ganz gut. Aber um noch einen anderen Aspekt vielleicht nochmal da reinzubringen in die Frage, also das Reisen an sich macht mir eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Also diese Reise im Flugzeug, ich bin auch relativ groß, ja, und weiß nie, wo ich meine Beine verstauen kann irgendwie, fliege auch meistens Economy Class, also diese Reise an sich mag ich eigentlich gar nicht, aber dann das vor Ort sein ist natürlich dann total schön. Was würdest du jetzt noch jungen Leuten raten, die vielleicht noch nicht wissen, was sie jetzt später einmal machen sollen? In Bezug auf Unterwasserfotografie meinst du jetzt, auf Bezug auf meinen Job? Ich würde mich auf keinen Fall direkt selbstständig machen als Unterwasserfotograf. Also nicht sagen, oh cool, was für ein toller Job, der reist ja irgendwie nur rum und so weiter, sondern das spielt natürlich, gerade wenn man selbstständig ist und das hauptberuflich macht, noch viel mehr rein. Das heißt, ich muss mich natürlich darum kümmern, dass auch meine, dass ich muss ja natürlich auch Steuern zahlen und so weiter. Das heißt, nicht alles, was reinkommt, ist natürlich auch gleich das, was ich verdiene und so weiter. Ich muss Equipment kaufen, ich muss alles in Stand haben, ich muss auch teilweise Reisen bezahlen. Also es sind relativ hohe Kosten, die man hat als Unterwasserfotograf. Und jemand, der das ausprobiert, möchte, würde ich eigentlich genau das gleiche empfehlen, wie ich gestartet habe. Das heißt, erst nebenberuflich das auszuprobieren, ganz langsam mal zu schauen, macht mir das überhaupt Spaß, macht mir auch das Tauchen Spaß und so weiter und so weiter, und dann so langsam reinzukommen in den Job. Und dann irgendwann, wenn einem wirklich, und man muss wirklich dahinter stehen, also man muss es wirklich leidenschaftlich machen, und es muss einem auch egal sein, wie kalt das Gewässer ist, egal wo man reinspringt, das muss einem Spaß machen, man muss leidenschaftlich dahinter stehen, hinter diesem Job, und dann kann einem, wie ich finde, sowieso alles im Leben gelingen. Vielen Dank für das Gespräch, und ich fand es auch wirklich mal echt spannend, mal zu wissen, wie das eigentlich auch ist, so unter Wasser den Tieren oder eben auch den Umgebungen so zu begegnen. Ja, sehr gerne. Wenn euch das Thema gefallen hat oder ihr vielleicht auch noch Fragen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir auch weiterhin so tolle Gäste zu uns einladen können. Tobias Kontakt findet ihr auch auf seiner Website, und wir werden auch weitere Informationen zu ihm unten in die Videobeschreibung verlinken. Bis bald. Tschüss.